Hallo und herzlich willkommen zum Things Tuesday. Ich spiele heute mal wieder Hearthstone und ich habe jetzt endlich 755 Münzen, Goldmünzen. Dadurch kann ich jetzt wieder einen Solo-Bereich freischalten. Oh, sogar schon gleich drauf. Genau, der schwarze Fels. Ich gebe mir auch die, weil ich kann mir die auch noch freischalten. Aber ich fange mit den schwarzen Fels an, weil Max Ramas habe ich durch. Und halt jetzt das schwarze Fels. Dann werde ich mal sagen, ich lade das. Kaufen. 700 Goldmünzen bezahlen. Und gekauft. Okay. Wie viel kostet der nächste? Auch 700. Okay. Das dauert aber noch. Das kann ich da kriegen. Dann schließen wir mal auf. Okay. Dann fangen wir mit dem ersten an. Die Dunkeleisenzwerge sind Sklaven des Feuerfürsten. Kämpft euch durch ihre Reihen, um ihn zu erreichen. So. Ah, okay. Nehme ich den Krieger. Mal schauen, was der kann. Den grimmigen Säufer! Willkommen im grimmigen Säufer! Sieg oder Tod! Okay, die brauchen wir erstmal nicht. Die Bank kann ich stehen lassen. Das passt schon. Was hat denn der da? Na, sieh einer an! Alle mal herhören! Wir haben einen Gast. Okay. Heldenfähigkeit. Lege aus deinem Deck ein Diener auf dem Spielfeld. Das ist ja schon mal nice. Rüstung, die passt. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Einen warmen Empfang. Oh, hat das ja übel. Und dann nehme ich mal den hier. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Das war's. Schnapp ihn dir! Herr Nagmara, ich denke, unser Freund braucht eine Erfrischung. Ja. Nee, den nehme ich nicht. Versuch das hier mit! Angriff! Greife ich mal den an. Look da, Ogre! Angriff! Wir Meister! Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Das war's. So. Ich hoffe, der bleibt noch lange da. Ach, das ist schön. Jetzt kann er wenigstens sterben und den kriege ich wieder. Ich
Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Gibt es Ärger? Wir dürfen nicht. Angriff! Ich träume und die Welt erzittert. Was lauert in den Tiefen? Oh, sehr viel Russi. Ja, ich denke mal, das habe ich jetzt bestimmt schon gewonnen. Wir dürfen nach Rache. Ach, Mist. 1, 8, 16, ja, gewonnen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht habe ich auf Hand. Ach, machen wir einfach kaputt. Das passt mir gar nicht. Das ging aber jetzt richtig schnell. Dann werden wir mal ganz schnell die nächste Runde spielen. So grimmig war er gar nicht. Nö, fand ich auch nicht. Die Dunkeleisen-Arena. Das sollte eure Fähigkeiten hinreichend auf die Probe stellen, Sterblicher. Gut, dann spielen wir nochmal mit denen, weil es gerade so gut lief mit dem Krieger. Und ich hatte auch wieder so eine coole Fähigkeit. Garrosh gegen die Dunkeleisen-Arena. Ein neuer Herausforderer. Sieg oder Tod. Okay, die können wir alle drauf lassen. Ich mache immer nur die Karte weg, die mehr wie 5 Diamanten kosten. Oder Mana-Steine. Was hat er jetzt für eine Fähigkeit? Meine Damen und Herren Zwerge, ruft einen Zuschauer 1 plus 1 mit Spott herbei. Die das größten ist Legenden Azeroths gegen einen einzigen Abenteurer. Mit euch kann ich's aufnehmen. Seid ihr mein Meister? Oh, das Publikum ist schon ganz ungeduldig. Okay. Ja, mit euch kann ich's aufnehmen. Mit 3 würde ich jetzt den ausspielen. Fügt einen Diener einen Schaden zu und... Ach, was ist mit dem? Geht's hier lang? Ach, kommt schon! Wer hat denn den in die Arena gelassen? Macht euch bereit! Das ist nice, aber ich habe gar keinen Zauber mit meinem Krieger. Glaube ich. Oder? Ne, ich glaube, ich habe keinen Zauber. Oh, das ist ja cool. Zurück an die Arbeit! Problem. Zurück an die Arbeit! Über den. Ich schlage zu. So. Jetzt power ich meinen erstmal hier ein bisschen hoch. Ja, mit euch kann ich gerade von seinem letzten Angeltrip zurück. Meisterangler Ned Hagel. Ach, der ist auch schnell tot. Ist mit dem jetzt gleich. Kein Problem! Ich schlage zu! Ich denke mal, jetzt die nächste Runde habe ich schon wieder gewonnen. Ja, mit euch kann ich's aufnehmen! Wie, das war's? Das gibt's ja nicht. Kein Problem! Spülen wir den nochmal raus. Den. Und gewonnen. Das war doch. Was war denn das jetzt hier gerade? Gibt's ja nicht. Nur weiter so.
Dieser Berg wird Ragnaros bald los sein. Dich werde ich läutern, du räudiger Welpling. Ja, dann schauen wir mal. Dann spielen wir jetzt auch noch mal schnell die nächste Runde. Imperator Tauris an, hat Ragnaros in diese Welt. Bleiben wir bei den Krieger. Seid so gut und vernichtet ihn. Klar, vernichten wir den mit links. Garrosh gegen Imperator Taurisan. Ich hätte schon eine drauf. Die Dunkeleisenzwerge werden niemals untergehen. Was macht seine Sieg oder Tod? Okay, die packen wir erstmal weg. Und das kriegen wir. Ein Dreier. Gut. Was macht jetzt die Fähigkeit? Heda, lass meine Frau in Ruhe. Heldfähigkeit verursacht 30 Schaden. Was? Das ist ja mal richtig übel. Bin ich ja mit einem Schuss tot. Ups, Diamant. Das war's. Trag nicht dumm. Benutzt er seine Fähigkeit nicht? Ich wäre sofort schon tot. Versucht es hier! Luther, Luther. Nein, Moira! Dafür werdet ihr bezahlen! Also, das finde ich jetzt mal richtig übel. Immer noch mal einen Versuch. Aber, also, sobald ich den angreife, geht er mich mit einem Schlag. Garrosh gegen also muss ich Imperator mehr haben wie er. Ach je, das ist mir so anstrengend. Sieg oder Tod. Ja, die können wir alle drauf lassen. Heda, lass meine Frau. Ach, solange die noch lebt, kann er seins nicht benutzen. Ah, okay. Also dann darf ich die nicht killen. Gut. Aber so stirbt die ja so oder so. Seid ihr mein Meister? Ergebt euch eurer Angst. Nicht dumm. Nimm mal den. Geht's hier lang? Dann nehmen wir jetzt den hier. Greif mit dem den an. Frag nicht dumm. Kann ich Bedarf würfeln? Wie eine Dreierkarte? Jo, da ist eine Dreierkarte. Meine Klinge ist doch. Rüstung, die passt. Luchta, Ogre! Okay.
Also ich darf keine Spottkarte draufsetzen, weil sonst greift die die Spottkarte an. Und kühlt mich. Erhält 5 Rüstung. Ich bin hart im Nehmen. Wie gefällt euch das? So. Mist, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich. Heute Macht von Ragnaros! Ich habe die Kraft! Schreibt mich nicht so an! Ach nee. Gleich kracht's. Was ist das? Nicht einmal eins. Okay. Gleich kracht's. Look da, Ogre. Nein! Ach je! Und jetzt muss ich einmal. Wie gefällt euch das? Den setzen. Was lauert in den Tiefen? Okay. Ach, Mono. Dann nehmen wir jetzt den. Ich hoffe, nächste Runde. Kann ich Bedarf würfeln? Ja, nächste Runde. Gewonnen! Meine Klinge ist doch. Zurück an die Arbeit! Gewonnen! So! War ja auch eigentlich ganz leicht. Wenn man sich vorher mal die Karte durchgelesen hätte, die schon auf dem Spielfeld wäre. Ihr hättet den anderen Zwerg töten sollen. Lasst keinen am Leben. Okay. Gut. Dann haben wir das mal ganz schnell durchgespielt. Schauen, was hier drin ist für eine schöne Karte. Ja, Mage. Ach, warum gehe ich da auf? Herausforderung? Was ist das? Oh, das kann man nächstes Mal machen. Heroisch brauche ich ja noch nicht. Gut. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.